Willkommen, liebe Hörer, zu einem weiteren Interview. Die Goldinitiative in der Schweiz macht weltweit von sich reden, denn es steht für die Schweizer Nationalbank zu befürchten, in Anführungszeichen, dass die Schweizer vielleicht doch etwas wollen, was die SNB und auch die Regierung nicht möchte. Und damit schalte ich in die Schweiz zu Lukas Reimann, einen der Mitinitiatoren der Schweizer Goldinitiative. Herr Reimann, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, Herr Mayer. Steht das Geldsystem in der Schweiz vor einer epochalen Wende Ende des Monats? Das wäre durchaus möglich. Die Umfragen sehen nicht so schlecht aus. 45% sagen aktuell ja, 39% sagen nein und viele sind noch unentschieden. Aber umso wichtiger ist es natürlich, dass man die letzten Wochen jetzt noch um jede Stimme kämpft, weil entschieden ist noch gar nichts. Aber selbstverständlich hätte diese Initiative große Auswirkungen auf die Geldpolitik der Schweiz und vielleicht ja sogar auf die der ganzen Welt. Also es bedeutet, wenn die Schweizer dafür stimmen sollten, dass die Schweizer Nationalbank 20% ihrer Bilanz in Gold halten muss, das würde rechnerisch einen Kauf von 1500 Tonnen Gold bedeuten. Wo das herkommt, ist die andere Frage. Aber wenn ich mir es genau betrachte in Richtung Geldsystem, dann ist das eine halbherzige Geschichte. Eigentlich müsste man sagen, nee, das mit der Druckerei, was ja noch möglich ist dann zukünftig, das kann auch weiter passieren. Das ist korrekt. Selbstverständlich kann das weiter passieren und selbstverständlich kann die Nationalbank auch kein Gold kaufen, sondern einfach Fremdwährungen abstoßen, anstatt Gold zu kaufen. Dann kommt sie auch auf diese 20%. Aber ich meine, wir mussten natürlich auch eine Volksinitiative machen, die realistisch ist, die umsetzbar ist und die in der Bevölkerung eine Chance hat. Aber es ist zumindest ein klares Zeichen, und ein Angriff auf das Fiat-Money und auf das ungedeckte, limitenlose Gelddrucken. Wie ist die Reaktion der SNB? Also hysterisch ist die Reaktion noch nicht. Man gibt ein paar Statements, man gibt ein paar Interviews, man gibt ein Papier heraus und warnt davor. Das ist die eine Seite. Die andere Seite der Bevölkerung versteht wahrscheinlich weniger vom Geldsystem, mehr aber davon, dass man Gold nach Hause holen will. Das ist da sicher. Und dass Gold überhaupt mit drin sein sollte. Das mit dem Geldsystem ist so egal. Wie ist die Stimmung da im Moment? Also es ist sehr spannend. Die Schweizerische Nationalbank sagt eigentlich, das Volk und die Verfassung sind unser Auftraggeber und wir führen das aus, was das Volk entscheidet oder in der Verfassung steht. Und erst nach den ersten Umfrageergebnissen, die doch überraschend positiv waren für die Goldinitiative, hat die Nationalbank ihre Politik geändert und hat sich nun doch entschieden, öffentlich Interviews zu geben und öffentlich Stellung zu nehmen gegen die Initiative, was viele, viele Leute in der Schweiz überrascht hat, weil die Nationalbank eigentlich eben sich nicht in politische Auseinandersetzungen direkt einmischt. Die Stimmung in der Bevölkerung, die ist etwas ambivalent. Wirklich jeder versteht, das Gold ist sicherer, wenn man es in der Schweiz aufbewahrt, das versteht jeder. Und der ganze Abstimmungskampf ist natürlich eine riesige Chance, um die Bevölkerung auch aufzuklären, um Informationspolitik zu machen über das Geldsystem, über die Hintergründe von Fiat Money, vom limitenlosen Gelddrucken. Und alleine deswegen schon hat es sich gelohnt, die Initiative zu machen, wie auch immer es ausgeht. Aber so können wir Tausende von Menschen darüber informieren und die können dann vielleicht auch für sich privat zumindest die persönlichen Schlüsse daraus ziehen. Herr Reimann, wer hat das größere Podium? Die SNB und die Banken und die Regierung oder vielleicht doch die Goldinitiative? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so eine Diskussion in so kurzer Zeit auf eine faire Art und Weise führen kann in der Öffentlichkeit, sondern dass dann hier schon die Informationskanäle entscheiden darüber, wie die Stimmung der Bevölkerung noch beeinflusst werden kann. Also die Stimmung, die ist schon sehr einseitig. Ursprünglich war die Strategie der Gegner der Goldinitiative, uns totzuschweigen. Es gab praktisch keine Debatte, praktisch keine Zeitung hat darüber berichtet. Und auch da, nachdem die ersten Umfrageergebnisse, es gibt jetzt schon 2-3 Umfragen, die alle sagen, wir haben aktuell eine Mehrheit, herausgekommen sind, dann hat sich das Blatt gewendet. Und jetzt kommen plötzlich ganz viele Zeitungsartikel. Die einen greifen uns an und schreiben, wir seien da Verschwörungstheoretiker und weiß ich nicht was. Und die anderen sagen, das sei brandgefährlich für die Schweiz. Und die Dritten bringen riesig die Nationalbank, während die Befürworter
der Goldinitiative doch nur am Rande zu Wort kommen, aber wir versuchen unser Bestes. Also wir haben auch eine eigene Abstimmungszeitung gemacht. Wir informieren viel über Internet. Wir haben Plakate und versuchen, so gut es geht, dagegen zu halten. Es ist ein bisschen eine Abstimmung Bürger gegen die Elite, die natürlich dann auch das Geld manipulieren, reproduzieren kann und damit mit dem Eigentum der Bürger spielt. Und auf der anderen Seite die Bürger, die sagen, hört auf mit unserem Geld, mit unserem Vermögen, mit dem, für das wir hart gearbeitet haben, zu spekulieren und zu spielen. Apropos Geld, kostet ja auch ein bisschen. Der PayPal-Account ist zugemacht worden. Was für ein Zufall, habe ich gestern gelesen. Was ist da passiert? Ich kenne die Hintergründe auch nicht im Detail, aber es ist effektiv so. Wir haben einige Spenden Gewicht zu setzen gegen die ganze Presselandschaft. Und da ist einiges gekommen übers Internet. Und jetzt ist auf einmal der PayPal-Account gesperrt. Man dürfe da keine politischen Kampagnen machen. Aber mir sind hunderte Schweizer Politiker bekannt, die schon via PayPal Spenden gesammelt haben. Ich will jetzt nicht von Sabotage sprechen, aber es ist doch sehr erstaunlich, dass ausgerechnet jetzt in der entscheidenden Phase des Wahlkampfs, wo wir auf diese Mittel angewiesen sind, der PayPal-Account plötzlich gesperrt ist und dem gehen wir nach und da kontaktieren wir selbstverständlich auch PayPal, dass sie das möglichst schnell wieder freischalten sollen. Ja, die Erfahrung von PayPal-Kunden ist, das kann Ewigkeiten dauern. Auf der anderen Seite, ich hatte mir. Ich hab's gehört und ich schätze mal, wir sehen das Geld frühestens nach der Abstimmung und dann ist es ja wertlos. Es ist dann wertlos. Also wertlos im Sinne für die Abstimmung. Wir müssen ja das Klar. Geld jetzt ausgeben können und nicht erst, wenn die Abstimmung entschieden ist. Wenn ich mir die Gesichter im Parlament alle anschaue, als sie die Rede gehalten haben, ich habe immer den Eindruck, das ist in Deutschland ähnlich, die Politiker verstehen gar nicht, wovon sie reden, oder verstehen sie es doch so ein bisschen. Mein Eindruck ist, die große Mehrheit hat es nicht verstanden. Und will es auch gar nicht verstehen. Die haben so viele Geschäfte, das ist zu kompliziert und zu mühsam. Es gibt dann ein paar Einzelne, die verstehen es. Und das sind die gefährlichen Leute, weil die wissen ganz genau, was für ein Spiel gespielt wird mit Fiat Money und mit dem ganzen Geldsystem. Und trotzdem unterstützen sie es oder sagen zumindest nichts dagegen. Und umso mehr müssen wir daran arbeiten, um aufzuklären, mit Politikern zu sprechen, wenn man sich die Zeit nimmt, mit einem Politiker eine Stunde an den Tisch sitzt, ihm das erklärt. Ich habe vielen Politikern schon das Buch Geldsozialismus von Roland Bader gegeben, weil ich finde, er auf relativ wenig Seiten erklärt er doch ziemlich gut, was da mit Fiat Money alles gespielt wird. Wenn die Schweiz sich dafür entscheiden sollte und 20% Gold gekauft werden müssten, das hat ja dann gewaltige Auswirkungen. Zum einen auf den Goldmarkt. Was erwarten Sie hier? Natürlich dürfte es einen Preisanstieg auf dem Goldmarkt geben. Ich würde es aber auch nicht überschätzen. Also jetzt nur das Beispiel, China hat in den letzten 2 Jahren mehr Gold gekauft, als die Schweiz total besitzt. Andere Staaten sind auch am Gold kaufen. Es gibt viele private Leute, die sich absichern wollen mit Gold und nur alleine jetzt wegen der Schweiz und ihren Käufen, die sie auch über 5 Jahre strecken kann. Also wir geben der Schweiz 5 Jahre Übergangsfrist, falls die Initiative angenommen wird, wird es jetzt nicht gerade ein totaler Hype geben und ein massiver Ansturm. Aber einen Anstieg vom Goldpreis erwarte ich doch. Wie kann man sicher sein, dass das dann keine Papiergoldpositionen sind, also Forderungen auf echtes Gold? Ja, es ist so nicht definiert im Initiativtext, aber wir haben wirklich in sämtlichen Diskussionen, die wir gehabt haben, auch in der Botschaft, die die Regierung verabschiedet hat zur Goldinitiative, auch die Äußerungen der Nationalbank, also es gehen alle davon aus, wir sprechen hier über physisches Gold, das real existiert und das in Zukunft dann auch in der Schweiz gelagert wird und auch hier überprüft werden kann, dass es real existiert. Also ich glaube, das ist schon sichergestellt, dass wir hier von physischem, echtem Gold sprechen und nicht von irgendwelchem Gold, das nur auf Papier existiert. Sie kennen sicherlich Gregor Gysi. Der gab den Ostdeutschen damals bei der Wiedervereinigung den Rat, bitte lassen Sie sich das schriftlich geben. Es klingt aber jetzt danach, als ob das nicht so direkt möglich ist oder nicht direkt passiert.
Das war vielleicht ein Fehler, als wir die Goldinitiative gestartet haben, dass wir das nicht so wortwörtlich reingenommen haben. Ich muss aber nochmal betonen, in sämtlichen Papieren, die existieren zur Goldinitiative, Befürworter wie Gegner, alle gehen davon aus, dass wir hier über reales, echtes Gold sprechen, das physisch vorhanden ist und das auch physisch in der Schweiz gelagert wird. Und sonst könnte man da selbstverständlich intervenieren und, wie es Herr Gysi sagt, sich das schriftlich geben lassen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Könnte man Auf dann bei jeden der Fall. Schweizer Nationalbank sagen, kommt, jetzt zeigt doch mal her, was ihr habt. Wo sind die Barrennummern? Die sind jetzt bestimmt aufgelistet oder so. Das muss ja auch sichergestellt sein, dass man dann eine Kontrolle darüber hat. Das ist ganz wichtig und diese Kontrolle hatten wir bis jetzt nicht. Im Schweizer Parlament gibt es seit vielen Jahren Anfragen von Politikern, auch von verschiedenen Parteien, die fragen, wo ist unser Gold? Wer überprüft es, ob dieses Gold vorhanden ist? Wie ist es gelagert? Und also bis die Goldinitiative gestartet wurde, war die Antwort immer, das ist streng vertraulich, geheim, aus Sicherheitsgründen. Wir dürfen den Parlamentariern keine Auskunft geben. Jetzt mussten sie auf die Abstimmung hin die Strategie etwas anpassen und haben plötzlich mitgeteilt, ja, 30% der Goldreserven sind im Ausland. Und sie haben auch gesagt, sie sind bereit, eine externe Prüfstelle zuzulassen. Bis jetzt wurde das offenbar nur intern von der Nationalbank selber überprüft. Also die zu Überprüfenden überprüfen sich selber und das ist Genau. natürlich ungenügend. Die Bundesbank sagt ja auch, das ist ja toll, wichtig und richtig, dass Goldreserven im Ausland liegen, weil wenn es zu Schwierigkeiten kommen soll, in Klammern, die ja völlig ausgeschlossen sind, dann muss man das Gold schnell zu Geld machen können. Naja, gut, zu Geld, zu Papierdollars oder zu Papiereuros machen können. Also das in London und das in New York. Wenn das jetzt in der Schweiz liegt, das Gold, kann man es gar nicht versilbern so schnell. Ist das nicht ein Problem? Ich sehe da kein Problem, weil wenn Sie wirklich in eine Krisensituation kommen, wo Sie das Gold brauchen, wo Sie zum Beispiel Rohstoffe nur noch gegen Gold bekommen, weil die Papierwährungen kollabieren, dann müssen Sie das Geld bei sich vor Ort physisch verfügbar haben und dann schaut am Schluss jedes Land für sich selber. Und wenn ein großer Goldteil dann im Ausland lagert, dann machen Sie sich erpressbar, dann wird es schwierig, dieses Gold irgendwie zu verkaufen und die Goldreserven sind ja gemacht nicht für Zeiten, wo alles ganz normal und ordentlich läuft, sondern sie sind ja genau gemacht als Absicherung für äußerst schwierige, brisante Zeiten. Und in solchen Zeiten muss man unabhängig sein, da darf man nicht von ausländischen Druckversuchen oder Erpressungen abhängig sein. Und ich erinnere nur daran, wenn ich schaue, was jetzt bei Ihnen in Deutschland passiert ist, dass Deutschland die Goldreserven aus Amerika zumindest teilweise abziehen wollte. Da gab es ja doch größte Schwierigkeiten, das zu machen, obwohl wir jetzt nicht in außerordentlich schwierigen Zeiten stecken. Also obwohl der Krisenfall nicht so eingetreten ist, ist es so schon schwierig und nachher wäre es noch viel schwieriger. Was habe ich heute gelesen? Die Schweizer wollen sich vielleicht goldene Handschellen anlegen. Nun gut, wenn das passieren sollte, dann hat das nicht nur eine Wirkung nach außen, auch auf andere Länder und dortige Goldinitiativen oder Leute, die Gold verstehen, sondern auch monetär. Das würde ja bedeuten, die Gefahr einer, ich sage jetzt mal Deflation, obwohl die Definition ist ja nun eigentlich nicht strittig, aber die wird immer falsch benutzt. Die Gefahr einer Geldmengenschrumpfung dann ist ja auch gegeben. Und die Schweiz hängt sich selbst ab. Also das sagen die Vertreter des Fiat-Money-Systems. Ja, gut, aber wenn wir uns abhängen von einem System, das zu kollabieren droht und von einem System, das nur auf Schulden und auf keinen realen Werten beruht, dann kann das nur gut sein für unser Land. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir keine ausreichenden Reserven haben und unsere Bilanz weiter aufblähen mit Euros und Dollars, dann sind wir auf Gedeih und Verderb an die Entwicklung vom Euro und vom Dollar ausgeliefert. Und ich glaube, langfristig gesehen, Gold wird es auch in 100 Jahren, in 200 Jahren noch geben. Gold wird auch dann ein realer Wert sein, den man braucht. Ob es den Euro in dieser Form in 100 Jahren noch gibt, das wage ich zu bezweifeln. Und beim Dollar muss man einfach feststellen, der war 130 Jahre lang preisstabil, solange als er Gold gedeckt war.
Und seit man diese Golddeckung aufhob, hat er 95% an Wert verloren. Und wenn Sie jetzt die ganze Bilanz der Nationalbank nur mit ausländischen Devisen gefüllt haben, dann ist das hochriskant, brandgefährlich und Sie machen sich einfach abhängig von diesem System und von diesen ausländischen Währungen. Und gerade als Land, das die Unabhängigkeit sehr hoch schätzt, sollten wir uns nicht dann über die Währungspolitik doch völlig abhängig machen vom Ausland. Die Schweizer Nationalbank hat sich ja an den Euro angekettet. Wir fragen uns hier in Deutschland, wann tritt die Schweiz der EU mit bei? Gut, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Sollte monetär irgendwas in Veränderung dann kommen und es geht vielleicht das eine oder andere schief, dann wird man vielleicht sagen, ja, guckt mal, das Gold ist daran schuld. Wenn da was schief gehen sollte, dann braucht Gold Ewigkeiten, um überhaupt noch mal einen Hauch einer Chance woanders zu haben. Diese Möglichkeit besteht natürlich. Es besteht auch die Möglichkeit, dass etwas jetzt schlecht umgesetzt wird. Aber ich sage Ihnen, wenn sich eine neue Finanz- und Wirtschaftskrise abzeichnen sollte, wenn es mit dem Euro weiter bergab gehen sollte, wenn sich die Dollarsituation verschärfen sollte, was auch immer, und wir dann dank einem großen Goldanteil handlungsfähig bleiben und eine Stabilität im Land, auch den Wohlstand im Land wahren können, dann werden die Bürger dankbar sein, den Initianten der Goldinitiative, die mit diesem Goldanteil und mit der Initiative für Sicherheit und für Stabilität gesorgt haben. Zwei persönliche Fragen zum Schluss noch. Was erleben Sie im Moment an Reaktionen aus dem Ausland auf Ihre Initiative? Also es ist ganz erstaunlich. Wir erleben enorm viele Reaktionen aus dem Ausland bis zu sehr berühmten und bekannten Politikern wie Ron Paul, der sich öffentlich für die Initiative ausgesprochen hat. Ich bin ja jetzt doch schon einige Jahre im Parlament und in der Politik lange aktiv, aber ich habe es noch nie erlebt, dass im Ausland mehr geschrieben wird über eine Schweizer Volksabstimmung als im Inland. Und das zeigt doch auch, dass diese Abstimmung weltweit beachtet wird und wir haben auch weltweit sehr viel Zuspruch. Also es gibt Zuschriften aus Australien, aus Kanada, aus Deutschland, aus England, die alle schreiben, vielen Dank für diese Initiative und wir wünschen euch viel Erfolg. Wir möchten auch gerne bei uns eine Abstimmung zu diesem Thema, weil die Leute wissen, dass für tausende von Jahren stand Gold für Wohlstand und Status, für Vertrauen und für Verlässlichkeit. Und die Loyalität der Nationalbank gegenüber Gold stärkt ohne Zweifel auch ihren Ruf und ihre Glaubwürdigkeit. Erleben Sie auch persönliche Anfeindungen aus dem Parlament oder aus der Politik? Ja, natürlich. Also in der Politik und im Parlament und auch bei den Journalisten, da ist die große Mehrheit klar gegen die Initiative. Viele aus Unverständnis, aus Nichtwissen, andere ganz bewusst, weil das ist natürlich sehr bequem, einfach Geld zu drucken, dieses Geld dann irgendwo zu verteilen, in Projekte zu investieren, den Wählern zu sagen, schaut, ich gebe euch Geld, ich baue euch, ich mache euch, ohne konkret dann die Folgen aufzeigen zu müssen. Aber im Abstimmungskampf auf die Zeitungen gibt es einige, die jetzt ganz bewusst Falschinformationen streuen, die den Leuten Angst machen, quasi die Schweiz breche dann völlig zusammen, wenn man dieser Initiative zustimme. Aber wir wissen uns zu wehren und ich glaube, die besseren Argumente, die sind auf unserer Seite. Die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass ein hoher Goldanteil nie geschadet hat. Von daher sind die Chancen auf jeden Fall intakt. Wir haben ja in Deutschland wesentlich größere Goldanteile von den Währungsreserven, wenn sie da sind. In Amerika ist es auch so. Und die Schweiz hat ja für die Fremdwährungsreserven, die Deckung ist ja ganz, ganz gering, nicht wahr? Ganz erstaunlich gering. Die Zeitungen schreiben zum Teil, die Schweiz habe ja so viel Gold, aber im Anteil der Devisenreserven sind wir bei unter 10%. Und unsere Nachbarstaaten, die liegen alle deutlich über 50%. Also sei das Österreich, Frankreich, Italien, Deutschland, die haben höhere Goldreserven. Und in der heutigen Zeit hat man auch gemerkt, dass einige Nationalbanken gerade im asiatischen Raum, auf Russland, die sind momentan den Goldanteil wieder am Erhöhen, während die Schweiz die Hälfte unserer ganzen Reserven in den letzten Jahren verkauft hat und das zu historischen
Tiefstpreisen, vor allem vom Jahr 2000 bis 2006, was Milliarden an Vermögen vernichtet hat. Ich gehe mal fest davon aus, dass ein Teil der Ersparnisse eines Lukas Reimann in Gold sind. Könnte man natürlich von der gegnerischen Seite sagen, ach guckt mal, die Goldbugs, die wollen, dass die Goldpreise wieder steigen. Die reden ihr eigenes Buch und machen auch eine entsprechende Politik. Kann man ihnen das nicht vorwerfen? Gut, natürlich habe ich privat auch ganz einen kleinen Teil physisches Gold, um mich abzusichern. Aber ich bin jetzt nicht ein Investor im Gold oder wäre ein großer Profiteur von einem Anstieg des Goldpreises. Aber ich sage, was für Private nicht falsch ist, zu diversifizieren, sich zu versichern, das ist auch nicht falsch für einen Staat. Ohne einen stabilen, goldgestützten Schweizer Franken gibt es auch keine eigenständige Währungspolitik, und ohne eine eigenständige Währungspolitik gibt es langfristig keine unabhängige, sichere Schweiz. Und es geht uns mit dieser Initiative wirklich um die Gesamtbevölkerung, um das Wohlergehen und die Zukunft des gesamten Landes und nicht um Einzelinteressen von einzelnen Personen. Das sagt Lukas Reimann, Nationalrat in der Schweiz von der SVP. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Die nächsten 4 Wochen werden richtig spannend. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und je nachdem, dann hören wir uns nochmal. Okay. Super, danke in die Schweiz. Danke, Ich Herr danke Reimann. Ihnen vielmals.